World End 2023. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich freue mich schon drauf. Ich bin auch schon fast da. Ich bin hier noch, ich habe das mit dem Familienurlaub verbunden. Sind so 12 Kilometer, die ich jetzt noch zu fahren habe. Alulöffel hat eingeladen und alle kommen natürlich. Und das lasse ich mir nicht entgehen. Und ihr seid heute live mit dabei. So, bin drin, Goodiebag erhalten und mal so kleiner Überblick über das Gelände und die Station, die werden wir jetzt alle mal schön abarbeiten. Weldinger Stand. Alles gut, danke. So, jetzt noch mal hier von Haus und Werkstatt der Aufbau zu sehen. Ja, Stand von Instagrid. Ja, wird mir gleich ganz freundlich erklärt, wie das hier alles funktioniert. Mobiler Strom. Ich kriege jetzt hier einen Kaffee direkt ohne Steckdose, direkt vom Acker hier sozusagen, wenn man will. Der wird mir jetzt frisch gebrüht und den werde ich gleich genießen, denke ich mal. Und es funktioniert. Wie es soll. Ja, cool. Jetzt sind wir hier bei Alpha Laser. Genau, und jetzt werden wir gleich mal probieren, wie wir hier im Mikro-Nano-Bereich, wie man hier was schweißt. Oh, das sieht vielversprechend aus mit dem Bier. Gut. Okay. Und das heißt, da brauche ich sehr viel Feingefühl, um das Ganze hier zu bewegen in dem Laser. Das Schöne ist, ich brauche eigentlich nur die Koordination zwischen dem, was ich im Mikroskop sehe und dem, was ich hier am Joystick tue. Ich muss das einfach nur koordinieren können und unser Kopf ist so schlau, das, was er sieht, kann er gut mit der Hand abarbeiten. So. Das ist der Thomas hier von Alpha Laser, der jetzt meinen Anhänger noch anschweißt, den ich gerade gemacht habe. Ist wahrscheinlich etwas präziser. Ja, es geht darum, dass man die Hände nicht verbrennt und dann muss man halt nur gerade den Ansatz richtig machen. Und dann geht das schon selber ganz gut. Das ist ja praktisch hier dieser Ring, der da jetzt noch dran ist. So, um jetzt mal kurz zeigen zu können, was ich gemacht habe mit der Makroaufnahme von meinem Handy. Das habe ich lasergeschweißt, selber. Erster Versuch. Also ich finde es echt cool. So, jetzt hier Stand von JASIC. So, nochmal der Stand von Mahle. Gleich daneben von Böhler. Halt mal den Brenner nicht runter, halt nochmal hoch. Ja, genau. Also,
So, jetzt auf meinen Wunsch, Alu-Elektroden von First Alpine. Ich bin gespannt. Wenn du die aufmachst, werden die feucht. Deswegen müssen die entweder rückgetrocknet werden oder halt gleich aus der Dose raus. Und dann laufen die super. Okay. Bei welcher Temperatur kann man die denn noch? Steht das drauf? Doch, da. Rücktrocknen, 1,5 Stunden 100 Grad. Und da ist halt auch das Problem, die meisten Chromnickel-Elektroden, basischen Elektroden, 300-400 Grad, wenn du die 400 Grad heiß machst, dann hast du so einen Klumpen vom Boden liegen, weil die Elektrode weg ist. Ist halt so. Stellst du jetzt ein spezielles Programm ein für die? Das geht auch ohne, aber mit geht es ein bisschen schöner, weil wir eben bei uns die Maschinen abgestimmt haben auf die Elektrode. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir noch sind. Wichtig ist Pluspol schweißen. Okay. Oha. Dann nehmen wir auch Elektrode, Alu, 3,2, 100 Ampere. Klingt gleich ganz anders, ne? Ja, wenn da so viel Zeug rumliegt, dann kriegst du noch deiner noch durch. Das ist ganz normal. So, machen wir das nochmal. Na klar. So, Achtung. Achso, eine Elektrode geht schnell aus, ne? Ja. Was war jetzt? 10 cm geschweißt. Und hier merkst du halt auch, hier hast du nicht so eine hohe Wärmeableitung wie bei der Kehlnaht. Da läuft das Ganze natürlich nochmal eine Ecke besser, ne? Ja. Das lässt sich doch schon richtig vorzeigen hier. Ja, ja, klar. Halbes durch. Ja. Aber das ist bei Elektrodes am Anfang, wenn das Blech kalt ist, ja, hast du eine Überhöhung. Das ist der Vorteil von WIG. Du machst so lange warm, bis es warm bis ist. Bis es läuft. Und dann, gehst du halt rein. Ne? Aber sonst, wenn es warm ist. Ja, aber wenn du zu Hause was reparieren willst und hast du einen Inverter, dann reicht das doch locker. Geht das super, ne? Ja, cool. Ja, das ist doch für Elektrode mega. Das kriegen andere mit WIG nicht hin. Ne? So, hier bei The Metalist. Der Rentiger. Du kannst ihn auch mit großen Kopf, also du kannst zum Beispiel den großen Kopf einmal drauf machen, das geht mal 20, dann hast du 250 Ampere. Oder zum Beispiel denselben Kopf könntest du jetzt einfach nehmen und nimmst den auf den Luftgekühlten, also kannst du ihn hermachen, das ist alles gleich. Ist natürlich auch so, der Ofen ist nicht wassergekühlt, also der wird schon relativ warm irgendwann. Also ich würde es jetzt 250 Ampere abweisen. Du musst das Ding halt einfach so einstellen, kannst du schreiben. Ja. Muss mal einer mit der Faust auf den Tisch hauen hier. Und hab das Ding schweißen und gesagt, also da. Ja, cool. Also da steckt eine Menge Arbeit drin, ne? Wenn man so eine ungefähre Vorstellung hat, ne? Schleifen und bearbeiten, ne? Schweißschutzkleidung.
Worum Brenner halt die ganze Zeit schon. Ah, die sind geil. Und gefühlsechter. Aber wirklich, also das ist Wahnsinn. Ich hab schon viele Handschuhe angehabt, aber das. Was bietet ihr so an? So Schutzkleidung, Elektroden, Schutzkleidung, Zubehör? Elektroden, Brenner. Im Grunde sind wir eigentlich eine Brennerschmiede. Wir bauen Brenner. Ah ja, okay. Also. Ah ja. Und alles drumherum, Personenschutzausrüstung, ist alles inklusive, haben wir alles. Seid ihr mit dem Dirk zusammen ein Team oder seid ihr separat? Ja, ja. Ja, okay. Genau, ja. Ja. Ah ja, da. Da ist er ja. Homeposition, dann aktiviert, sage ich einmal jetzt, welche Parameter ich gern schweißen möchte. Job 8. Leute. Ja. Und speichern. Schweißen ein. Speichern, schweißen aus, ein Stückchen wegfahren und speichern und von dort aus sage ich mir jetzt einmal wieder fahren nach Hause. Jetzt simuliere ich das Ganze einfach einmal, jetzt gucken, was ich jetzt gemacht habe. Wenn es jetzt passt, kann ich den Haken rausnehmen und dann können wir gleich mal Lichtbogen anmachen. Wollt ihr euch helfen? Oh, das glaube ich. Cool. Mega. Ja, das ist alles. Okay. Der Flow ist mega. Zubehör. Einfach mega. Donnerstags in der Ferienwohnung ist Poolparty. Jetzt sind wir hier bei Norden. Abrasiv, ne? Genau. Du bist der? Markus Heuner. Ja, okay. Was macht ihr hier so? Wir sind verkaufen Schleimmittel und kennt man ja schon vielleicht. Und heute haben wir mit Erik und mit dem Holger gemeinsam, wo wir Edelstahl polieren, Edelstahl schleifen und ich stelle die Produkte und er führt aus sozusagen. Super, ist ja eine mächtige Produktpalette hier. Was kannst du so empfehlen? Zum Schleifen? Ich kann nicht alles von uns empfehlen, aber gerade unsere Keramikorund-Varianten mit Quantum 3, was Trennscheiben anbetrifft, Schrubbscheiben, auch Fächerscheiben, ist schon am Markt mit, würde sagen, ganz vorne mit dabei. Okay. So, hier beim Alulöffel. Schleifgeräte für die Wolfram-Elektrode. Sieht alles selbst geschweißt.
Beispiel im Fußball schmeißen und wenn du musst 100 Ampere treffen und dann sagst du jetzt und dann lädst du den Zahler was aus. Und du musst so nah wie möglich an 100 Ampere dran sein. Oder 100 Ampere. Ja, und ich würde gerne lieber Alu machen. Nee. Ich baue jetzt nicht nochmal um. Wann darf ich? Du sagst dann einfach, du schweißt und sagst dann jetzt und dann ist ja. Ich bin oder wie schweiß. Ja, du musst dann sagen, wenn du an 100 Ampere. Gott, ist das wieder kompliziert. Da sind keine 100. Jetzt. 124. Ah, wow. Gemein. So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten, da tobt das Weltend noch. Das sind jetzt die letzten 3 Minuten, die jetzt noch am Start sind. Ich fand, das war ein sehr gelungener Tag. Es gab unheimlich viele Goodies, Werbegeschenke, Elektroden, Hoodies, Schleifmittel. Wahnsinn, also die 10 Euro, die habt ihr 10 mal wieder raus, wenn ihr hier reingegangen seid, ja. Wahnsinn, also ich denke mal, dass ich nächstes Jahr, wenn ich die Möglichkeit habe, hier nochmal herkomme. Danke nochmal an den Alulöffel für diese ganze schöne Veranstaltung. Sicherlich ein ganz großer organisatorischer Aufwand, der dahinter steckt. Danke nochmal und ja, das war's vom Spreewalder und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.